So, ihr Lieben, dann gehen wir mal runter. Wo ist unsere Laderampe? Coruscant, waren wir schon eine ganze Weile nicht mehr, wa? Aber das ist jetzt, ja, ohne nie keine Escape-Pod. Aber jetzt können wir endlich wieder nach Coruscant. Ach, schön, die Hauptstadt. Der Hauptplanet, besser gesagt. Der ganze Planet ist eine einzige große Stadt. Jo, eine Quest haben wir noch hier. Survival of a Species. Species. Es gibt echt so Wörter, da hänge ich 20.000 Jahre dran. Das ist ja unglaublich. Das ist der Wahnsinn, die Stadt. Aber naja. Dann erledigen wir das noch schnell und danach geht's nach Tatooine. Das ist natürlich für die aktuellen hochsommerlichen Temperaturen nicht gerade der Planet, den ich gerne in einem Online-Videospiel besuche. Aber was willst du machen? Und Boda ist natürlich auch immer dabei. Was hat denn der so an Ausrüstung? Da kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt gar nicht nachprüfen. Schade. Cargo Scanning Droid. Droid. Ich finde es auch cool, dass man jetzt hier verschiedene Outfits haben kann. Achso, die muss man freischalten. Alles klar. Ja, gut, aber das macht ja nichts. 20.000 Credits, das ist jetzt nicht so viel. Für uns vielleicht, weil wir jetzt nur noch 26 haben. Also 26.000. Aber das Geld kommt schon von ganz allein. Im Prinzip würde es ja helfen, wenn ich mal öfter Flashpoints gehe. Dann bleibt doch immer eine Menge Geld übrig. Aber so gesehen erledigen wir nur die Klassenquests und alle. Wir sparen zwar Geld, dadurch, dass wir keine Fähigkeiten kaufen müssen oder dergleichen. Nehmen aber auch kaum was ein, weil wir eben nur die Planetenquests und die Klassenquests machen. Es würde enorm viel bringen, wenn wir einfach noch die Nebenquests mitmachen. Oder zum Beispiel die H4-Quests. Ich glaube, die bringen auch immer ganz gut Geld. PvP spielen, das hilft ja alles. Aber gut, mit Arkesis hatte ich damals sowieso Glück, weil es da noch mit dem Hacken eigentlich immer ein Plus gab an Credits. Immer wenn man die Gefährten mit Hacken losschickte, hatte man danach immer einen Haufen Kohle. Du musstest die nur losschicken, immer die ganze Zeit. Du hast immer wieder mehr Credits bekommen. Konntest richtig reich werden damit. Am Anfang des Spiels natürlich. Ja, da waren 1 Million Credits, war da noch viel. Jetzt inzwischen scheint das ja schon fast Peanuts zu sein. Da geht man hier irgendwie, da gibt es so eine Operation, da gibt es so kleine Bonus-Gegner. Wenn man die ausschaltet, da bekommt man, was weiß ich, wie viele Credits. Das ist unglaublich. Stand by for examination and suggested product. You are fit for duty. Return to your post. Omi Andrell sent me. Said you could use these genetic samples to repopulate the Shanjaru. What? Let me see them. These samples are amazingly detailed. I don't know who you are, but you've saved an entire species from extinction. I am great. Good to know. You should rename them after me. Interesting notion. I'll recommend it to the Galactic Species Preservation Society. I'll start working on these samples immediately. Thank you for delivering them. Ja, schön. Haben wir Jan hier. Haben wir ganz Jan gemacht, du. Level up. Level up. Schön. Hätten wir das also auch abgeschlossen. Und nur allein deswegen sind wir jetzt hier gewesen. Also wenn es diesen Boost nicht gäbe, ganz ehrlich, dann hätte ich mich schon gefragt, warum man hier für vielleicht 5000 Erfahrungspunkte extra nach Coruscant nochmal reisen muss. Aber Coruscant ist natürlich immer eine Reise wert, ganz klar. Abgesehen davon gibt es hier doch bestimmt irgendwo Stronghold Directory. Ach, das ist nur für Coruscant. Na, schade. Ich hätte vielleicht ganz gern mal das Directory zur Yavin 4 Festung euch mal gezeigt. Das wäre ganz interessant gewesen. Aber offenbar ist das nicht möglich. Und hier muss ich mir auch mal was überlegen. Ein Punkt ist noch verfügbar. Concussion. Your periodic damaging effects don't tick on targets affected by any of your sleep effects. You take 30% reduced damage from periodic effects. Wow. Gibt's hier, warte mal, gibt's hier einen Händler? Gibt's hier einen Händler? Hier gibt's doch gar nicht einen Händler. Ja. Nee, nicht Crew Skill Händler. Trainer. Smuggler Trainer. Genau. Dann gehen wir da nochmal ganz schnell runter. Zu Jonos Triff. Oder warte mal, ist das jetzt. Oder ist das jetzt freigeschaltet, richtig? Muss ich jetzt hier gar nichts mehr machen.
Ich glaube, so ist es nämlich. So, hier ist der Händler. Tatsache. Der Trainer, Entschuldigung. Okay, also gibt es nur aller zwei Level neue Fähigkeiten? Habe ich das so richtig verstanden? Scheint so. Naja, gut. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Tja, ich wollte eigentlich auch schon lange mal wieder über neue Informationen quatschen. Zu Star Wars Episode 7 und dergleichen. Allerdings sind da jetzt zum Beispiel neue Spoiler aufgetaucht zum Ende von Episode 7 und die lese ich mir natürlich nicht alle durch. Ist, denke ich, verständlich. Ich möchte mir wirklich nicht die Freude am Film nehmen. Ich möchte ganz unvorbereitet eigentlich da reingehen. Ein bisschen was weiß ich natürlich, aber nur so ganz grob so, ne? Was man jetzt durch die Trailer ja eigentlich auch schon gesehen hat. Und das war irgendwie falsch. Wo geht's denn jetzt zu unserem Schiff? Ach da, sure, alles klar. Smuggler, Handler, Hanger. Nicht Hanger. Was habe ich denn mit Händler heute? Komisch. Ja, wie gesagt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es viele, viele Informationen. Auch zu Rogue One zum Beispiel sind Bilder veröffentlicht worden, die möglicherweise auf das Set hinweisen. Aber ich kann euch beruhigen, die Bilder zeigen jetzt nichts, was einen total von den Socken hauen würde. Das sind Dinge, Orte in diesem Fall, mit denen man auch, ja, hätte rechnen können. Oder mit denen man generell rechnet. Das ist nichts Spektakuläres. Also wenn es mal heißt, ja hier, mögliche Setbilder von Rogue One, dann könnt ihr die ruhigen Gewissens anschauen. Das habe ich nämlich gemacht. Weil Bilder von Sets sind natürlich immer interessant. So, und an sich, ich bin ja sehr gespannt, wie es mit SWTOR weitergeht, wie es auch mit dem PvP weitergeht, denn da wurde ja auch einiges geändert. Zum Beispiel gibt es wohl keine Ranglisten, Kriegsgebiete, Auszeichnungen mehr, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe, ja, oh. Genau, deswegen ist das Cap jetzt hier auf 200.000 erhöht worden. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was auch Wahnsinn ist, das ist Tatooine. Das ist nämlich wahnsinnig heiß. Deswegen reisen wir jetzt mal dahin. La, la, na, 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 na. Oh, was ist denn jetzt los? Ah ja, okay, das war wahrscheinlich nur ein Versehen. So, wir sind bei Tatooine angekommen. Sollen wir nicht nach Tatooine reisen? When you arrive on Tatooine, speak to Risha on your ship to get the details of the mission. Genau. Das war eigentlich so mein Plan. Speak to Risha. Na, dann machen wir das mal noch schnell. Juhu. Welcome to the Bantha tail end of space, otherwise known as Tatooine. Hope you enjoy heat, Captain. It's the closest you'll get to landing on a sun, unless you're really unlucky. If it's that hot here, maybe we should peel off a few layers. I sunburn easily, but knock yourself out. We're here because of a crime lord named Diago Hixon, the closest thing Noctrean ever had to a rival. Diago was always trying to one-up Noct. They fought for territory, bragging rights, and the occasional woman. The battles were legendary. Maybe it was Diago who killed Noct. No. He never came close to beating Noct in a fight, fair or otherwise. Diago celebrated Noct's death by raiding one of his storehouses. Stole an advanced Gree sensor computer. Priceless technology. To find Noctrean's fortune, we need to pry that sensor computer out of Diago's sticky fingers. Doesn't sound easy. That could be trouble. I haven't even gotten to the trouble yet. No one's seen Diago in years. He only communicates through his lieutenants. One of those lieutenants, a Nicto named Tukreek, promised to help. You need to meet him. Okay, aber das ist schon komisch, ne? He must want something in exchange for helping us. Tukreek wants fame. I promised I'd tell everyone he helped find Noctrean's riches. If you run into Diago, watch your back. He makes Skavik look like a Jedi Padawan. Jedi Padawan? Speaking of Javik. Does my favorite starship thief know about this deal? Some things I kept from Skavik, just in case. This is one of them. Tukreek owns a club in the desert outside Anchorhead. He's expecting you. Good luck, Captain. Jawohl, auf nach Anchorhead. Sehr, sehr schön. Diago Hixon.
Oh, der sieht ja cool aus. Der sieht ja echt Schmuck aus. Das, Ladies? Na, das wäre doch was. Brilliant Thief, Ruthless Crime Lord and Notorious Lady Killer. Seht ihr, hab ich doch gesagt. Diago Hixon once competed with the infamous Nock Drain to rule the galactic underworld. The rivalries spanned many years in countless worlds as they scored bigger heists and hunted rarer treasures, punctuated by the occasional spat of violence. Diago Hixon claimed victory after Nock Drain died, bringing many cunning and merciless criminals throughout the galaxy under his heel. Yo! Netter Typ, wie es aussieht. The greatest treasure was the beautiful Shazza Dali. To his dismay, she was eventually stolen by none other than Nock Drain. For years, Diago Hixon made many impassioned attempts to take her back from his rival, but his pursuit ended after he accidentally caused Shazza's death. Ja, toll. Ne, ihr seid ein paar Helden. Wirklich. Also wirklich, das ist ja wohl der Wahnsinn. Alles krank. Das ist doch alles krank. Aber egal. Auf Tatooine ist sowieso so vieles krank. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir reisen direkt hinunter zum traurigsten Ödland der Galaxis. Ah, Tatooine. Ein Klassiker schlechthin. Und ich dachte ja auch im Trailer von Star Wars Episode 7 würde Tatooine gezeigt werden am Anfang. Aber es ist ja ein ganz anderer Planet, wie man inzwischen weiß. Aber vielleicht erzähle ich gar nicht so viel über Episode 7. Ich versuche immer so nebenbei über was Star Wars mäßiges zu quasseln. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht mal so notwendig. Ich freue mich einfach nur wie Bolle drauf. Das ist es einfach. Ich freue mich einfach so wahnsinnig doll auf diesen Film. Er wird auch großartig. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und jedes Jahr immer wieder ein neuer Film dann, das ist natürlich auch eine Sache, das kann man nur feiern. Das kann man nur toll finden. So, wo ist die Musik? Ah, geht doch. Mos Eisley Space Port. We'll never find them. Richard Hive, Scum and Villainy. Das waren noch Zeiten, oder? Mit Ben Kenobi, Mos Eisley Raumhafen. Herrlich. Herrlichst. Und natürlich gibt es auch hier wieder eine Planetenquest-Reihe. Die würde ich natürlich auch ganz gerne mitnehmen wollen. Hi, sorry to interrupt. My name's Fowler. I was told you might be passing through. I represent the Republic here, but I keep my ear to the ground. I've heard things about you, and I'd like to chat. Get my meaning? Look, Fowler, I promise I'm just here to do business. Hey, buddy, I'm not looking to bother you. I just want to meet. I've got a little, embassy in downtown Anchorhead. Swing on by. I promise you it's worthwhile. You're playing it awfully vague. Look, if you're not interested, I'm not gonna force you. But this isn't some local trouble. This is bigger. Fowler out. Ja, gut, okay. Ist jetzt nicht so informativ, wie ich es mir vielleicht am Anfang gedacht hatte, aber gut. Wir werden schon alles herausfinden mit der Zeit. Anchorhead, one of the first outsider settlements built on Tatooine. Anchorhead started as a desperate mining colony and has, over the centuries, grown into one of the largest spaceports on the planet. Anchorhead plays host to pirates and smugglers looking for a place to lie low, 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 lie low. Merchants and businessmen integral to the survival of the city's outlying moisture farms. And permanent residents who eke out a living running containers, fixing machines, and otherwise maintaining the cultural infrastructure. Okay. Kann man mal machen. Viele, viele Quests gibt's hier. Da geht's auch schon zur ersten Quest. Aber das Ganze dann in der nächsten Aufnahmesession. In diesem Sinne möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt in dieser Aufnahme. Sitzung. Natürlich war es nicht einfach. Ich weiß, guck mal, eine Wookie-Hand. Gut, Entschuldigung. Oh Gott. Ja, seid hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann entdecken wir ein bisschen Tatooine. Hier gibt es auch so wahnsinnig viel zu entdecken. Ihr seht das da hinten schon. Also die ganzen Hochhäuser da im Hintergrund. Das ist schon Wahnsinn. Da geht die Post ab, sage ich euch. Da geht die Post ab. Wow. Nice, nice. In diesem Sinne, macht es gut.
Und der, das war ja auch mal eine schöne Fotobomb. Und bis dahin, euer Giga Greavy. Ciao, ciao. Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Egal. Tschüss.